Das logarithmische Integrieren ist eine gute Angelegenheit, wenn man sich in dem Bereich der reellen Analysis befindet. Sollte man kennen, weil es viele Situationen vereinfacht. Vorausgesetzt, man kennt diese Regel. Wenn ich ein Integral zu lösen habe über f' von x durch f von x dx, also wenn im Integranten die Ableitung einer Funktion f von x im Zähler und die Funktion selbst im Nenner steht, dann darf ich das berechnen mit, das ist nichts anderes als der natürliche Logarithmus, Betrag von dieser Funktion f von x plus eine Konstante c, weil ich hier keine Grenzen angegeben habe. Gut, das Ganze am besten veranschaulicht mit ein paar Beispielen. Ich habe das Integral über 1 durch x plus 2 dx. Naja, ich sehe, im Zähler steht die Ableitung von meinem Nenner. Also wenn ich den Nenner x plus 2 ableite nach dx, das ist 2 ist eine Konstante, wird zu 0, x abgeleitet ergibt 1, naja, und die steht im Zähler. Also darf ich sofort schreiben, dieses Integral ist gelöst mittels logarithmischer Integration, nämlich natürlicher Logarithmus, Betrag von x plus 2 plus c. Warum eigentlich? Naja, das hat man in der Vergangenheit schon mal behandelt. Der natürliche Logarithmus von x abgeleitet ist nichts anderes als 1 durch x. Naja, mein Gott, jetzt steht hier nicht x, sondern x plus 2. Also ist die Ableitung von ln von x plus 2 1 durch x plus 2. Das ist eigentlich die ganze Kunst. Machen wir noch zwei Beispiele dazu. Wir haben das Integral über den Tangens von x dx. Das ist ja nichts anderes als Integral über Sinus von x durch Cosinus von x dx. Jetzt sehe ich, im Zähler steht nicht ganz die Ableitung meines Nenners. Es müsste dort stehen minus Sinus von x, dann wäre die Sache okay, aber ich kann hier mir einen oder ich kann mir hier mittels eines Tricks behelfen, nämlich ich schreibe einfach diese Ableitung von meinem Nenner in den Zähler ganz frech rein. Okay, und damit die ganze Angelegenheit stimmt, muss ich ein Minus vors Integralzeichen setzen. Dann sind die beiden gleich. Ich integriere ja nicht über minus Sinus von x durch Cosinus von x, sondern über Sinus von x durch Cosinus von x. Damit die beiden wieder stimmen, brauche ich dieses Minuszeichen. Naja, und jetzt kann ich mein logarithmisches Integrieren hier anwenden. Das ist nichts anderes dann als minus der ln Betrag von Cosinus von x plus eine Konstante c. Ein abschließendes Beispiel, gehen wir dazu auf die Folgeseite. Ich integriere über eine gebrochen rationale Funktion x plus 2 durch x² plus 4x plus 9 dx. Naja, ich sehe gleich, die Ableitung im Zähler, die passt nicht. Also wenn ich x² plus x plus 9 ableite nach dx, dann ist es sicherlich 2x plus 4. Naja, was muss ich tun, damit die beiden passen? Naja, ich multipliziere den mit 1/2 und schon ist die Sache erledigt. Wenn ich diese 1/2 hier heran multipliziere, dann kann ich schreiben, ist gleich x plus 2. Folglich ist das Integral über, naja, 2x plus 4 durch x² plus 4x plus 9 dx mit dem Faktor 1/2 in Verbindung zu setzen mit diesem logarithmischen Integrieren. Nämlich, dann kann ich schreiben einfach, Ergebnis ist 1/2 mal diesen natürlichen Logarithmus, Betrag von x² plus 4x plus 9 plus c, diese Konstante. Gut, an der Stelle beende ich dann dieses Video.